Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zum Q&A am Sonntag. Ihr habt mir ja recht viele Fragen gestellt und davon beantworte ich heute ein paar. Ich denke mal nicht alle, aber die anderen kommen dann nächstes Mal dran. Und erstmal schöne Grüße an den Devin. Und dann beginnen wir einfach mal mit der ersten Frage. Die erste Frage lautet: Auf welche Spiele freust du dich in diesem Jahr am meisten? Und ja, da gibt's ein paar, und zwar South Park The Fractured Patrol. Ihr kennt ja Stab der Wahrheit, das war schon sehr lustig. Ich denke, mein Nachfolger wird auch lustig werden. Da bin ich gespannt drauf, wird's auf jeden Fall ein Let's Play zu geben. Far Cry Primal werde ich mir vielleicht holen. Und sonst, ich weiß nicht, Kingdom Come Deliverance ist cool, da freue ich mich drauf, da habe ich ja schon Alpha Access zu bekommen und ist ein schönes Spiel, ist aber noch echt in der Entwicklung, wird auch noch cool werden. Was kommt denn dieses Jahr noch so alles raus? Irgendwie kommt dieses Jahr nicht so viel raus, so was mein Genre so betrifft, wo ich so der Fan bin, ich bin eigentlich gespannt und offen auf neue Indie-Spiele. Aber ansonsten, weiß ich nicht, lasse mich überraschen. Wenn wir ja mal sehen. Big Surprise, mal gucken, was kommt. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut, würde ich sagen. Und dir? Wie geht's denn dir und dir und dir? Geht's dir auch gut oder habt ihr irgendwelche Probleme? Gerne auch lustige. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein Problem habt oder weiß ich nicht, wie es euch geht. Einfach mal schreiben, würde mich freuen. Wie findest du Black Ops 3? Also, ich muss sagen, ich habe ja schon die Beta gespielt und ich finde das Spiel echt gut. Also, ich war ja schon immer so ein Fan von der Black Ops Reihe, weil ich mag einfach Nuketown. Nuketown ist die beste Map, wer ist dem auch so, der muss liken. Weil ich finde, ich fand Black Ops 3, fand ich von der Grafik echt cool und ich habe auch schon mehrfach überlegt, es zu kaufen, weil es ja nur 30 Euro kostet. Aber dann habe ich mir doch gedacht, nee, lieber nicht, weil COD ist so von vielen Kindern, weiß ich nicht, so ganz kleine Kinder, also die machen da alle mit und flamen da alle und irgendwie habe ich da keinen Bock drauf, weil das so, ich mag die Community nicht so, das ist so ein bisschen komisch da, ich habe keinen Bock auf die ganzen Flamer und weiß ich nicht, Schasse nicht gesehen, deswegen habe ich es mir einfach nicht geholt, ja. Gut, wer spielt das denn? Wann hattest du denn den Gedanken, YouTube zu machen und warum wolltest du es machen? Das ist schon sehr lange her. Kann schon ein paar Jahre her sein. Ich weiß nicht. Die ersten Videos waren ja so Minecraft-Tutorials und so, weiß ich nicht. Das war so mehr so Langeweile, da hatte ich gar keinen triftigen Grund, es zu machen. Wie das klingt. Ich habe einen Grund, es zu machen, ne? Weiß ich nicht. Soll ich einfach mal just for fun, weil es nicht Langeweile gab, ne? Habe ich so ein bisschen Social Empires gemacht und so. Und mittlerweile mache ich das ja echt, weil es cool ist, so Messages rauszusenden oder einfach mal so Sachen zu teilen. Hier, weiß ich nicht, Meinung oder Spiele vorzuschlagen. Weiß ich nicht. Ich finde, es macht Spaß. Instagram und Facebook macht auch relativ viel Spaß. Und so ist es dann dazu gekommen. Ja, keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Aber ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. Hast du mal vor, was mit deinen Zuschauern zu machen? Wie zum Beispiel Treffen oder Zocken? Ja, Zocken tue ich da schon sehr oft mit irgendwelchen. Ich weiß gar nicht, wie auf YouTube heißt, wie auf Facebook heißt, weiß ich nicht. Mir schicken da immer. Sobald ich Steam starte oder irgendein Spiel oder Counter-Strike, schicken mir direkt 10 Leute eine Anfrage für Counter-Strike und ab und zu spiele ich da mit Leuten, aber oft denke ich mir auch so, ich will gar nicht spielen, ich will gerade einfach nur mal, gucken oder mit Freunden spielen oder so. Manchmal ist das schon so. Ich weiß, ihr wollt alle ganz gerne spielen, aber man kann nicht mit 10 Leuten gleichzeitig spielen, das ist immer so ein bisschen schwer. Es tut mir dann auch ein bisschen leid. Aber so ist das. Ich würde echt gern mit vielen spielen. Ein Treffen ist zum Beispiel immer ganz gerne auf der Gamescom oder Worldplay Convention ist ja bald. Oder Japan-Tag, sowas, da kann man das immer ganz gerne machen. Da mache ich auch immer spezielle Videos zu, seht ihr dann ja. Falls ihr zu diesen Events geht, schreibt es mal in die Kommentare oder habt ihr schon mal mit mir CSGO gespielt oder nicht? So, und jetzt darfst
du das Video beenden. Ja, denn jetzt sind wir schon wieder am Ende. Es wird wahrscheinlich gesplittet werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns ja, bei den nächsten Q&As wieder. Tschüssi!